die Eugen-Maersk, kurz vor Bremerhaven. 400 Meter Schiff auf Zielfahrt mit der Flutwelle Richtung Liegeplatz am Terminal. Mit über 10 Knoten Speed. Die Außenweser wird hier immer schmaler. Jetzt darf auf dem Riesenschiff nichts passieren, was es vom Kurs abbringt. Was aber, wenn doch einmal der GAU eintritt, der größte anzunehmende Unfall? Der ehemalige Chef der Bremerhavener Hafenlotsen, der nautische Sachverständige und Nautikdozent Matthias Meyer, spielt dieses Szenario durch. Ja, nehmen wir mal an, hier im Revier schlägt das Schiff quer, keine Maschine mehr, das Schiff sitzt vorne und achtern auf. In dem Moment kann ich es nicht mehr freischleppen. Jetzt gehen wir mal worst case davon aus, dass ich eine Beschädigung im Unterbodenbereich habe. Ja, worst case kann ich dann anfangen, die Ladung runterzuholen. Und wenn es strukturelle Schäden hat, kann ich es verschrotten, vor Ort abtragen oder Sprengungen durchführen, um den Seeweg wieder freizukriegen. Eine Sprengung als letzten Ausweg? Bei einem zerbrochenen Schiff, das tausende Container an Bord hat? Und das mit 18.000 Tonnen Schweröl mit Treibstoff beladen ist wie ein kleiner Tanker? Für Martin Rode, den Geschäftsführer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Bremen, ist das ein Horrorszenario, dem wir bisher nur mit Glück entgangen sind. Ja, wir reiten hier auf einem Pulverfass. Also diese riesigen Schiffe, die in die Flussmündung einfahren müssen, um die Häfen zu erreichen, gefährden quasi jedes Mal die ökologischen Rahmenbedingungen hier. Wenn so ein Schiff wirklich auf Grund läuft und Leck schlägt oder gar auseinanderbricht, was ja möglich ist, dann haben wir im Wattenmeer eine Katastrophe. An einer solchen Katastrophe schlittert die Mumbai Maersk in der Nacht zum 3. Februar nur knapp vorbei. Bei der Einfahrt in die Weser verpatzen Lotse und Kapitän ein Manöver und stranden neben dem Fahrwasser. Erst einen Tag später kann das mit 7.300 Containern beladene Riesenschiff geborgen werden, dank einer Springflut und der Kraft von 8 Schleppern. Das Schiff bleibt unbeschädigt. Bei der Pressekonferenz ist vom Riesenglück mit den Wasserständen keine Rede mehr, sondern von einem gelungenen Bergungskonzept. Aber auch Robby Renner, der Leiter des Havariekommandos Cuxhaven, sinniert über problematische Schiffsgrößen. Also diese Größe der Schiffe hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, was eine große Herausforderung auch für Bergung dieser Schiffe aus Notlagen erfordert. Bremerhavens Hafenkapitän ist damals der Erste, der andeutet, was der Unfall hätte anrichten können. Wir waren gestern sehr froh, als wir erfahren haben, dass das Schiff außerhalb des Fahrwassers auf Grund gelaufen ist und nicht quer steht, sodass also keine Einschränkung des Betriebs unserer Häfen irgendwie in Gefahr lief. Menschliches Versagen nennt die Wasserschutzpolizei einige Wochen später als Grund für die Havarie der Mumbai Maersk. Das Riesenschiff der weltgrößten Reederei wird kurz untersucht und wieder für die Fahrt freigegeben. 2 Monate später bewertet der Hafenkapitän noch einmal den Unfall rückblickend. Von einem GAU sei man weit entfernt gewesen. Also der größte anzunehmende Unfall ist eher, wenn wir dabei noch eine Gewässerverunreinigung hätten. Ein Schiff, das erstmal nur aufgelaufen ist, ist natürlich ein Unfall, der durchaus noch gut handelbar ist. Aber natürlich, sofern die Einfahrt zu den Häfen verstopft wird, dann kommen wir natürlich in eine Lage, die wir uns natürlich nicht wünschen, auf die wir aber trotzdem ja vorbereitet sind. Vorbereitet? Richtig ist, dass erst durch einen von der Reederei Maersk aus Rotterdam herbeigerufenen Bergungsschlepper die Mumbai Maersk freigeschleppt werden konnte. Die Havarie der Ever Given im Suezkanal hat es gezeigt. Auf einen querliegenden Schiffsgiganten kann man sich nicht vorbereiten. Das 400 Meter lange Schiff strandete am 24. März vergangenen Jahres mit 2 Lotsen an Bord nach mehreren Fahrfehlern, wie Sachverständige feststellen. Das Bergungsunternehmen baggerte schließlich das Ufer weg, um die Ever Given wieder flott zu bekommen. Erst nach 6 Tagen schwamm das Riesenschiff wieder. Vor den Kanaleinfahrten stauten sich damals hunderte Frachter. Weltweit brachen Lieferketten zusammen, die Weltwirtschaft geriet ins Stocken. Zurück nach Bremerhaven. Die Eugen Maersk dreht an der gebaggerten Wendestelle vor dem Containerterminal Bremerhaven. Eine der wenigen Stellen in der Weser, wo die Fahrrinne dafür breit genug gemacht worden ist.
Würde sich solch ein Schiff ein paar Kilometer vorher querstellen, hätten die Berger anzukämpfen gegen das zerstörerische Werk von Ebbe und Flut. Bei Niedrigwasser würde der Schiffsrumpf durch die Last tausender Container durchbiegen. Das riesige Schiff könnte an seinem eigenen Gewicht schlicht zerbrechen und dann würde es kompliziert, sagt Matthias Meyer. Naja, wenn das Schiff vorne und hinten festkommen sollte, in dem Fall, und es nicht wieder in Fahrt gebracht werden kann durch Schleppassistenz, dann reden wir unter Umständen von Wochen. Weil man muss sich ja mal vorstellen, ich brauche jetzt einen Kran, der die Container von dieser Höhe, wie wir es da im Hintergrund hinter mir sehen, runterbekommt. Ja? Der ist jetzt voll und da sind zigtausend von Containern an Deck und die muss ich ja erstmal runterkriegen. Der Bremerhavener Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt hat über 30 Jahre im Hafen gearbeitet. In Deutschland existieren gar keine Schwimmkräne, die hoch genug zugreifen können, um die Container zum Leichtern schnell genug von Bord zu holen, sagt er. Wir können die Schiffe in der Größenordnung nicht abbergen. Dafür haben wir gar keine Krankapazität an der Küste. Wir haben aber gleichzeitig auch keine Schleppleistung, um die zum Beispiel hier bei 6 Knoten Ebbstrom auf der Weser denn abzubergen, wenn die tatsächlich festsetzen sollten. Das ist ein Problem, ja. Was heißt das? Ja, das heißt, die Weser wäre dementsprechend gesperrt und wir würden dann nach und nach gucken, dass wir Kapazitäten aufbauen, um diese Schiffe abzubergen. 400 Meter Schiffe passen aus seiner Sicht nicht mehr in das Flussrevier Weser. Also aus meiner Sicht ist die Betriebssicherheit dieser großen, ultragroßen Containerschiffe dauerhaft hier nicht gegeben. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass die Leistungsfähigkeit der Häfen innerhalb einer oder nach einer Havarie weiterhin gegeben ist. Weil ansonsten haben wir das Szenario Ever Given Suezkanal und das will hier keiner. Der Chef der sogenannten SPD-Küstengang im Bundestag würde die Riesenschiffe am liebsten per EU-Regelung aus allen Flussrevieren Europas verbannen. Die Bremer Häfensenatorin Claudia Schilling hier bei einem SPD-Parteitag ist überhaupt nicht der Meinung ihres Parteifreundes. Sie stellt die Wettbewerbsfähigkeit der Bremerhavener Containerterminals und die Arbeitsplätze dort über alle anderen Überlegungen, obwohl sie das erhöhte Unfallrisiko der Riesenschiffe durchaus sieht. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir haben die Strukturen, um mit solchen Fällen umgehen zu können. Und eins muss man ja wirklich sagen, es sind Ausnahmefälle. Glücklicherweise sind es Ausnahmefälle, dass es zu solchen Havarien kommt. Und doch hat die Strandung der Mumbai Maersk auch in ihrem Haus Fragen ausgelöst. Reichen die Ressourcen des Havariekommandos? Stehen genügend starke Schlepper schnell zur Verfügung? Läuft die Schiffslenkung optimal auch für immer riesigere Schiffe? Die Containerschiffe sind in den letzten Jahren sehr, sehr viel größer geworden. Damit müssen wir umgehen. Das heißt natürlich einerseits, es ist ökonomischer und auch ökologischer geworden durch die größeren Schiffe. Auf der anderen Seite bedeutet es, wir müssen die Infrastruktur auch in unseren Häfen anpassen und auch die Regelwerke anpassen. Das passiert nicht immer so schnell, wie es vielleicht sein sollte, aber es passiert. Noch gibt es gar keine Bergungsschiffe in Bremerhaven. Der Tonnenleger Norder Gründe ist hier bisher das größte Schiff. Und bei der Wasserstraßenverwaltung des Bundes, WSV, zuständig für die Sicherheit der Außenweser. Bei der Havarie der Mumbai Maersk konnte die Norder Gründe nur absichern. Reno Hahn, der Leiter der Revierzentrale Bremerhaven, berichtet von einem Neubauprogramm des Bundes für größere Behördenschiffe, zugeschnitten auf Unfälle mit Riesenschiffen. Wir von der WSV sind gerade mit einem Beitrag von über 600 Millionen Euro dabei, unsere Notschlepper vor Ort, das betrifft 3 Mehrzweckschiffe und ein Hilfsschiff, zu erneuern und eben der neuen Situation eben auch anzupassen. Radarbeobachtung im Sicherheitszentrum. In der Revierzentrale in Bremerhaven wissen Sie, wie heikel die 400-Meter-Schiffe auf der Weser sind. Die 400-Meter-Schiffe laufen bei uns nicht umsonst als außergewöhnlich große Fahrzeuge. Diese außergewöhnlich großen Fahrzeuge haben auch immer nicht nur einen Lotsen an Bord, sondern auch einen beratenden Lotsen in der Verkehrszentrale, was man so als Beratung mit einem 200-Meter-Schiff nicht macht. Maximal 2 400-Meter-Schiffe können pro Hochwasser in die Weser einlaufen. Alle anderen Riesen müssen in der deutschen Bucht warten. Martin Rode vom BUND fordert von der Bundesregierung, diese Schiffe nur noch im vergleichsweise sicheren Tiefwasserhafen Jade-Weserport in Wilhelmshaven zuzulassen.
Die Weser mit 50 Kilometern Flussfahrt bis zum Containerterminal und die Elbe mit 100 Kilometern bis zum Parkhafen in Hamburg seien für die langen Schiffe schlicht ungeeignet. Die Politik ist auf jeden Fall wirklich gefordert, dass wir über eine nationale Hafenstrategie zu einem vernünftigen Zusammenarbeiten der Hafenstandorte in Deutschland kommen und die jeweiligen Vorteile auch ausspielen, sodass wir die Risiken minimieren. Die Risiken sind beherrschbar, sagen die Reeder, die die Riesenschiffe betreiben. Und letztendlich bestimme die Ladung, welchen Hafen ein Schiff anlaufe, so Martin Kröger, der Geschäftsführer beim Verband Deutscher Reeder. Und wenn wir dann einmal gucken auf die Statistiken, die Unfallstatistiken auch der Seeschiffsversicherer, dann stellen wir fest, es sind relativ wenige Fälle, wo wir tatsächlich in eine Notsituation kommen. Und in diesen Notsituationen, dass es dann auch tatsächlich zu einem Schaden kommt, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und wenn wir uns die letzten Unfälle hier in der Region angucken, dann sehen wir, es gab keine Personenschäden, es gab keine Umweltschäden. Es waren am Ende Sachschäden am Schiff, mit denen wir umgegangen sind. Die sind versichert. Insofern stellt das für die Industrie zumindest, für die Schifffahrtsindustrie kein größeres Problem dar. Tatsächlich lassen sich die volkswirtschaftlichen Folgen und die Umweltschäden gar nicht komplett versichern. Und die Gefahr eines Unfalls wächst. Die internationale Schifffahrtsindustrie hat bei den Werften über 170 weitere Riesenschiffe von über 350 Metern Länge bestellt. Von den Milliardengewinnen der Branche. 640 dieser Riesen sind bald weltweit unterwegs. Vielleicht müssen wir tatsächlich erstmal ein Worst-Case-Szenario auf einem der Flüsse erleben, damit die Politik da auch umdenkt. Noch aber sträubt sich die Politik, die Größe der Schiffe zu begrenzen. Im Gegenteil, sie tut alles, damit die deutschen Häfen für jede Schiffsgröße erreichbar bleiben. Das Geschäft der Reeder läuft.